Willkommen zurück, Freunde, zu Sam und Max. Wir haben gerade Blaster Blaster im Tic-Tac-Toe geschlagen. Ich glaube, das funktioniert nur bei Sachen, die einen Magen haben. Okay, sie können auch nichts auskotzen, aber die haben so ein Prismatologie-Talisman. Hallo, Sackgesichter. Könnten wir uns euren magischen Talisman kurz ausleihen? Niemals! Wir sind allmächtig! Wir bedauern, aber dieser Talisman ist vorübergehend nicht erreichbar. Wir erben Kraft an einer unschlagbaren KI. Lassen wir Blaster Blaster mal gewinnen. Wir würden gern nochmal euer Videospiel ausprobieren. Dieses Mal haben Sie die Rache. So, die Rache ist sein. Fürchtet mich! Was spielt der da? Ich werde euch vernichten. Ja? Das ist nicht möglich. Oh nein! Das wollte ich doch gar nicht! Ich will rausgehen und was spielen. Unsere künstliche Intelligenz braucht noch ein paar Feineinstellungen. Das wollte ich doch gar nicht. Hallo, wir würden. Haben Sie die. Ich hab nur gesehen, dass er fast fertig ist. Und drum. Pound! Pound? Ihr werdet voll. Der ist aber auch schlecht, ne? Pound! Nein, Blaster! Ach, Menno, jetzt geht's. Oh, tja. Da habt ihr mich doch glatt geschlagen und das völlig fair. Gutes Spiel. Ich hab euch Loser voll fertig gemacht. Unsere Reise zur Selbsterkenntnis ist nun abgeschlossen. Das hab ich gehofft. Wir haben die beste künstliche Intelligenz aller Zeiten geschaffen. Ihr sackt voll total. Yay. Lass mich mal versuchen, Sam. Ich kann es schaffen. Ich weiß es. Als superintelligente KI-Einheit. Bruder, sprich so, dass die primitiven Erdlinge dich verstehen können. Natürlich. Wir schlau, du blöd. Wir nicht mehr schauen müssen in uns selbst. Yay! Hey, can we take this? Gratuliere, Sie haben soeben Gratiskarten für eine Reise zur Selbsterkenntnis gewonnen. Cool. Die Wirkung ist auf bleihaltige oder bleiummantelte Benutzer beschränkt. Wie bitte? Die erstaunliche Fähigkeit, durch Blei zu sehen, ist für Zuschauer unter 65 Jahren ohne Bleimantel nicht geeignet. Schade eigentlich. Okay, wir können jetzt durch Blei sehen. Hey, Bug! Hey, Max, ist das unsere Wanze? Er hat es immer noch drauf. Vielen Dank. Bist du jetzt auch Prismatologe? Aber ja, ich bin so fröhlich, ich könnte Regenbögen kotzen. Regenbögen! Tja, dann halten wir wohl besser etwas Abstand. Schauen wir mal, ob er wirklich kotzen kann. Eine Besichtigung seinem Weihnachten. Okay. Das möchte Sam nicht. Whee! Auf Blei ummantelte. Es gibt Haie im Spektrum der Ruhe? Alle wirklich Gläubigen sind uns willkommen. Okay. So, wir gehen jetzt erstmal die Besitzurkunde der Vereinigten Staaten beschaffen. Oh, Freunde. Und dann schauen wir jetzt noch den Mageninhalt aller Leute an, versteht sich. Eine Besichtigung seines Mageninhalts steht ziemlich weit unten auf meinem Weihnachtswunschzettel. Ach, da haben wir was mit Blei, schaut mal. Passiert nichts. Okay. Dann wieder Mageninhalt. Eine Besichtigung seines Magen Weihnachts. Möchte auch nicht, okay. Dann können wir mal in das Ding da reingucken. Passiert nichts. Ach, die Tür kann man einzeln anklicken. Passiert nichts. Die Tür ist verschlossen. Hey, die Schlüssel sind drinnen eingeschlossen. Das passiert ja so vielen von uns. Oh, okay. Kann die das auskotzen? Ich glaube, das funktioniert nur bei Sachen, die einen Magen haben. Schade. Mondlandefähre, Tür der Mondlandefähre. Ich muss erst mal diesen blöden Kasten abkriegen. Passiert nichts. Passiert nichts. Okay. Die Schlüssel sind drinnen eingesperrt. Ja gut, dann ist das halt so. Wohin geht's jetzt, Sam?
Erde. So, dann fangen wir mit Leonard oben an. Bei dem wissen wir, dass er kotzen kann. Und wie kriegen wir Ginny von der Parkuhr los? Vielleicht müssen wir ihn einbuttern, dass er sich nicht mehr festhalten kann oder sowas. So, Leonard. Hey Leonard, wie läuft's? Aua! Schau an, deine Papiere sind endlich gekommen. Das ist die Besitzurkunde der Vereinigten Staaten. Und sie ist noch feucht. Na herrlich, sie ist noch feucht. Blei. Müssen wir hier irgendwo durchgucken? Können wir den Fernseher gucken? Whee! Passiert nichts. Videorekorder? Passiert nichts. Telefon? Passiert nichts. Anrufbeantworter? Passiert nichts. Okay. Geh mal wieder. Als nächstes zu Bosco. Bosco kotzen lassen. Das wollte ich schon immer. Ob er wohl die Besitzurkunde als 100 Trillionen oder was es war? Ob der die wohl akzeptieren würde? Hey, die Mülltonne ist aus Blei. Bestimmt. Selbst wenn das aus Blei wäre, möchte ich bestimmt nicht wirklich sehen, was da drin ist. Das können wir auch nicht, diese Tore da. Okay. Jimmy, kotz mal für uns. Eine Besichtigung seines Magen im Weihnachtsmarkt. Menno! Das könnte aus Blei sein. Passiert nichts. Ich frage mich, wo wir durchgucken müssen. Ich habe keine Ahnung. So, lieber Bosco. Eine Besichtigung sein Weihnachtsmann. Ich wollte doch Bosco gucken, was Bosco gegessen hat. Hör mal, Bosco, hättest du nicht gerne deine eigenen Vereinigten Staaten? Was sind denn die laut Liste heute wert? Keine Ahnung. Dann doch, lieber Barzalo. Okay, schade. Ist alles, das kommt mir nicht in den Müll. Das ist alles irgendwie aus Metall. Nein. Nix da, das wird nicht eingefroren. Passiert nichts. Aber noch würziger geht's doch gar nicht. Passiert nichts. Passiert nichts. Vielleicht nach diesem Fall. Okay. Er möchte es nicht in die Mikrowelle stecken, wie das Einhorn. Tja, in die Dosen könnte man noch gucken, aber außerdem sind die alle aus Alu. Kein Blei. Es gibt nur, glaube ich, relativ wenig, was aus Blei ist, oder? Alu ist viel praktischer. Hey, das Löffelverbiegeding könnten wir für die Parkuhr verwenden. Vielleicht kriegt der Flügellicht dann Jimmy da ab. Aber Sybil muss jetzt bitte schon kotzen. Das ist ja blöd. Keiner kann kotzen, außer Max und Lincoln und wer noch? Ah ja, Leonard. Sybil, kotzen. Max und ich haben Sybil schon mal zum Erbrechen gebracht und das will ich bestimmt nicht nochmal erleben. Menno. Wie hier irgendwo reingucken? Passiert nichts. In den Schrank vielleicht, aber sieht eher nach einer Holztür aus. Passiert nichts. Nee, dann sind wir hier wohl falsch. Ach, was wir noch versuchen könnten, vielleicht will Sybil die Vereinigten Staaten kaufen. Würde es Eurer Majestät gefallen, einen kleinen Immobilienkauf für euer Land zu tätigen? 50 Bundesstaaten, alle zum super günstigen Paketpreis. Keine schlechte Idee. Wir könnten etwas Lagerraum gebrauchen. Wie wär's mit $300? Was? Etwas knauserig für den größten Wirtschaftsraum der Welt. Wir sind nicht knauserig, sondern sparsam. Und das Angebot ist schon verdammt hoch für ein Paket, in dem sowas wie Alabama drinsteckt.
Oh, das ist ein kleiner Mangel, aber... Mist. Wie kriegen wir sie dazu, uns so und so viele Trillionen zu geben? Bleidurchblick. Tachchen, Sibyl. Miss später dann, Eure Majestät. Moment, wie will sie Kanada verstehen? Tachchen, Sibyl. Seid gekommen, Offizier. Geht es dir gut, Sibyl? Und wie gut? Ja. Ich dachte, das haben wir alles schon gehört in der letzten Folge, Freunde. Sind dir noch ein paar brillante Ideen gekommen, wie man Kanada verschönern könnte? Noch nichts Konkretes. Wir haben uns einen neuen Werbeslogan überlegt. Kanada. Überraschend freundlich. Aber wir brauchen etwas Größeres. Etwas, das wirklich Schlagzeilen macht. Miss später dann, Eure Majestät. Er darf sich entfernen. Schlagzeilen macht. Besitzurkunde der Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten stehen immer noch zum Verkauf, wenn du Interesse hast. Na gut, wenn ihr noch Puerto Rico drauflegt, geben wir euch $305. Hast du vielleicht einen Vorgesetzten, mit dem wir reden können? $305, unser letztes Angebot. Menno. Wahrscheinlich eine Direktverbindung zu den höchsten Schaltzentralen der Macht in Ottawa. Wie kriegen wir sie dazu, mehr zu zahlen? Wahrscheinlich gar nicht, aber... Aber Bosco nimmt es ja nicht. Vielleicht müssen wir die Vereinigten Staaten in die Zeitung bringen? Und dann sind sie mehr wert. Wir müssen den Wert irgendwie steigern. ganz bunt. Okay, bleidurchdringender Talisman. Wie kriegen wir den Schaukasten auf? Wie kriegen wir den Schaukasten auf? Ich denke. Bleidurchdringend. Das würde ich lieber persönlich überbringen. Blei durchdringen, Freunde, das bringt mal überhaupt nichts. Passiert nichts. Menno. Ich habe eine ganz blöde Idee. Schauen wir mal, ob die wirklich so blöd ist. $300 für die Vereinigten Staaten. Das ist schon ein bisschen krass. Wir brauchen Schlagzeilen, Freunde. Wir brauchen Schlagzeilen. Wenn wir den aus dem Fenster werfen. Praktisch unzerstörbar. Das heißt, er geht nicht kaputt. Aber wieso praktisch unzerstörbar? Das ist jetzt... Praktisch unzerstörbar. Ach, lass uns doch mal in den Eiswagen gucken. Vielleicht können wir den durchdringen. Gullideckel können wir nicht anwählen. Und Leftys Bude steht wieder leer. Passiert nichts. Oh, Menno. Na, fliegen wir mal wieder zum Mond. Dann kommen wir da irgendwo weiter. Wohin geht's jetzt, Sam? Zum Mond. Auf den Mond, kleiner Hebelmann. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wir haben Max Gesicht auf unseren Felgen. So, vielleicht kommen wir mit dieser Raumfähre irgendwie weiter.
Die Schlüssel sind drinnen eingeschlossen. Guck mal, da ist ein Spalt. Aha, wir brauchen den Kleiderbügel, der an unserem Fernseher dran ist. Damit bekommen wir die Mondfähre auf und auch den Schlüssel zur Mondfähre. Wohin geht's jetzt, Sam? Erde. Anders kann's nicht sein, sonst wäre das Fenster kein Spalt offen. Ich habe nämlich vorhin noch gedacht, lustigen Kleiderbügel als Antenne, habe ich mir jedes Mal gedacht, wenn wir dran vorbeigelaufen sind. Aber jetzt ist es ziemlich eindeutig eigentlich. Ich habe das vorhin gar nicht gesehen, dass das Fenster offen ist, ein Stück. Da, schaut mal. Sam, ohne den Kleiderbügel können wir heute Abend nicht Colonel Mudshanks Affenparty gucken. Dann kriegen wir nicht mit, wenn die Jury per Abstimmung aus dem Affenhaus wirft. Es ist zum Wohl des Planeten. Und außerdem erinnerst du dich vielleicht, dass du Colonel Mudshanks wegen Verrat ins Exil geschickt hast. Okay. Mir ist nicht aufgefallen, dass wir den anwählen konnten. Konnten wir sonst nämlich nicht. Dann kommen wir in die Raumfähre, ja? Klingt gut. Allerdings weiß ich nicht, was wir mit dem Schlüssel der Raumfähre machen sollen. Wohin geht's jetzt, Sam? Auf den Mond, kleiner Hävelmann. Was ist ein Hävelmann? Okay. Also nochmal. Mondfähre benutzen wir. Kleiderbügel. Gelernt ist gelernt. Okay. Und was ist das? Was? Hey, wo fliegen wir hin? Sam? Ich glaube, die Steuerung hat irgendwie eine Macke. Jetzt haben wir den Schlüssel. Und wir können die Tür nicht mehr anklicken. Was? Was wird denn das jetzt? Ich glaube, ich weiß, was das wird. Sam? Der Gag wird nie langweilig. Passt mal auf, wir können doch das Ding da drunter stellen. Vielleicht funktioniert das. Ja, Freunde, gelernt ist gelernt. Man merkt, dass ich sehr viel Adventure spiele. So, gleich nochmal. Ich glaube, es hat funktioniert. Der Gag wird nie langweilig. Löffelbieger-Talisman. Ja. Wir haben ihn. Whee! Na sowas. Da hat doch diese Rakete den praktisch unzerstörbaren Kasten glatt vom unzerstörbaren magischen Löffelbieger-Talisman weggeschmolzen. Hat der mittelscharfe Senf den Vorfall überlebt? Nein, mein tiefstes Mitgefühl, Kleiner. Der mittelscharfe Senf, alles klar. Löffel biegen. Wir wissen, wo ein Löffel ist, den wir biegen müssen. Also mit ein bisschen rumlaufen und überlegen kommt man meistens tatsächlich weiter. Das ist beeindruckend. Ei. Jetzt er. Da ist er. Okay. Was uns das jetzt wohl bringt? Drücken wir nochmal auf den Knopf von der Bahn. Jetzt machen wir hoffentlich die Bahn nicht kaputt, die ist nämlich cool. Nee. Machen wir auch nicht. Weiß jemand, was uns das jetzt gebracht hat?
Okay, wir müssen die Parkuhr noch gerade biegen. Machen wir das mal. Aber seltsam ist es schon. Wir haben jetzt das Ding verbogen. Wir haben jetzt den Löffel verbogen. Passiert nichts. Wohin geht's jetzt, Sam? Erde. Wir haben jetzt den Löffel verbogen. Vielleicht brauchen wir das später noch oder so. Ich habe keine Ahnung. Biegen wir mal die Parkuhr zurecht. Vielleicht kann Jimmy sich da nicht mehr so gut festhalten oder sowas. Das hat Spaß gemacht. Das war wirklich cool. Okay. Jetzt müsste Herr Flügerlich eigentlich den Jimmy rausziehen können aus seinem Hut. Wohin geht's jetzt, Sam? Auf den Mond, kleiner Hävelmann. Also es ist sehr viel hin und her in diesem Teil, in dieser Folge.